Gegen Faschismus und Nazi-Barbarei. Wir sind im Berliner Volkspark Friedrichshain. In einer Reihe mit den höchsten Repräsentanten der DDR, hier auch der polnische Geschäftsträger Kazimierz Stablewski. Auf der Schleife am Kranz des Zentralkomitees der SED die Inschrift den heldenhaften Söhnen des polnischen Brudervolkes und den standhaften deutschen Antifaschisten zum Gedenken. Auch an diesem 44. Jahrestag der Befreiung sind es viele Berliner, junge und ältere, die gemeinsam mit polnischen Werktätigen an diesem 1972 von Künstlern beider Länder geschaffenen Denkmal ihre Blumen niederlegen. Erich Honecker und weitere Mitglieder der Partei- und Staatsführung an Berliner Ehrenmalen. Festliche Veranstaltung in der Deutschen Staatsoper Berlin. Die mehr als 5000 Sowjetsoldaten, die im Kampf um Berlin ihr Leben gaben. Partei und Staatsführung ehrt mit einer Kranzniederlegung die gefallenen Helden. In der ersten Reihe der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker. Neben ihm Ministerratsvorsitzender Willi Stoph, Volkskammerpräsident Horst Sindermann, Verteidigungsminister Armeegeneral Heinz Kessler, Nationalratspräsident Prof. Dr. Lothar Kolditz, der sowjetische Botschafter Wjatoslaw Kosmasow. Die Erben der berühmten 5. Stoßarmee unter Generaloberst Dasarin, die als erste Einheit Berlin erreichten. Armeegeneral Boris Snetkov, Oberkommandierender der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland und Generaloberst Nikolai Moiseev, Mitglied des Militärrates und Chef der politischen Verwaltung der GSSD. Sowie der Doyen des diplomatischen Korps, der libanesische Botschafter Josef Arkel. Niemals wird vergessen sein, wie die Sowjetarmee in der Schlacht um Berlin gesiegt hatte und für den europäischen Kontinent eine neue Zeitrechnung begann. Nachdem die Hymnen beider Staaten verklungen sind,
Blumengebinde und Kränze von Berliner Bürgern, Zeichen der Ehrung und des Dankes für den opferreichen Kampf, der den Völkern Europas den Neubeginn friedlicher Aufbauarbeit brachte. Polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten hielt die Ehrung anschließend im Berliner Volkspark Friedrichshain. In einer Reihe mit den höchsten Repräsentanten der DDR hier auch der polnische Geschäftsträger Kazimierz Szablewski. Auf der Schleife am Kranz des Zentralkomitees der SED die Inschrift: den heldenhaften Söhnen des polnischen Brudervolkes und den standhaften deutschen Antifaschisten zum Gedenken. Sollen die Truppen in der Kanalzone verstärken, die bis zum Jahr 2000 unter US-Verwaltung steht. Die amerikanische Luftwaffenbasis Howard in Panama. Seit gestern Nachmittag landen hier die von Präsident Bush angeordneten Truppenverstärkungen aus den Vereinigten Staaten. Was 2000 Mann Kampftruppen und Marineinfanterie unterstützen die in Panama ständig stationierten über 10.000 Soldaten. Außerhalb des Stützpunktes in Panama City hinterließ die amerikanische Aktion keine Spuren, alles blieb ruhig. Die amerikanischen Offiziere betonen, dies sei alles andere als der Beginn einer Invasion. Diese neuen Einheiten werden uns bei der Verteidigung des Kanals helfen. Sie werden zum Schutz und bei einer möglichen Evakuierung amerikanischer Staatsbürger eingesetzt und sollen die Sicherheit von US-Personal und Eigentum gemäß den Panama-Kanalverträgen sicherstellen. Unter anderem mit herangeschafft, gepanzerte Transportwagen, Haubitzen, leichte Waffen. Von General Noriega gibt es bislang